Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Saksuro und das hier ist mein Wochenupdate Woche 18 aus dem Praktikum als Zeitungsfotograf in Bremen. Fangen wir mit dem Montag an. Diese Woche ist immer noch meine Urlaubsvertretung, wo ich Vertretung bin für einen anderen Fotografen. Und auch meine letzte Urlaubsvertretungswoche. Genau, das heißt, dann habe ich diesen Teil von meinem Praktikum auch geschafft und es geht langsam Richtung Ende zu, weil wenn jetzt diese Woche rum ist, dann ist auch der Juni rum. Das heißt, ich habe dann nur noch den Juli und den August. Also noch 2 Monate vor mir, ungefähr nur noch 8 Wochen. Heißt, Richtung Zielgerade ist es echt langsam. Langsam geht's Richtung Ende. Ich bin gespannt, was dann noch so auf mich zukommt in den letzten Wochen. Ja, aber blicken wir nochmal auf diese Woche zurück. Was geschah die Woche? Was ist passiert? Was waren meine Aufgaben? Was habe ich getan? Am Montag um 9 Uhr sollte ich ein Porträt von einer Lehrerin machen, die in den Ruhestand geht, von einer Grundschule, also die Grundschulleiterin. 9 Uhr war Termin. Ich bin schon etwas früher hingefahren, damit ich die Termine danach auch schaffe. Also 9 Uhr, also kurz vor 9 da gewesen, ich glaube 9:15, die Fotos gemacht und bin dann zur Fähre gefahren, mit der Fähre rüber, weil das der Termin war in Lemwerder. Und von dort aus ging es dann weiter, weil der nächste Termin war dann um 10 Uhr. Eigentlich sagt man ja 10 Uhr, eine Stunde dazwischen ist ja ganz gut. Dadurch, dass der Termin aber dann auf der anderen Weserseite war und man entweder einmal außen rumfahren müsste oder halt mit der Fähre fährt, brauchte man ein bisschen Zeit. Und das heißt, der nächste Termin um 10 Uhr war ein oder ist ein Termin gewesen im Krankenhaus, nämlich eine Ausstellung. Aber dieser Termin, als ich da ankam, war falsch, denn dieser Termin ist erst 1 Monat später. Gut, habe dann die Kollegen informiert, dass es jetzt nicht jetzt der Termin war, sondern halt dann in 1 Monat. Gut, hatte dann ein bisschen Zeit, auch dann langsam was zum Mittag zu essen und das habe ich erst danach gemacht. So, also dann war der nächste Termin um 12 Uhr. 12.30 Uhr, Problem mit einer Hausverwaltung. Bin hingefahren nach Osterholz-Scharmbeck und da haben wir dann eine Anwohnerin getroffen, die Probleme mit der Hausverwaltung hatte. Da sich der Vermieter, die Hausverwaltung bzw. der Eigentümer sich gewechselt hat, konnte sie da keinen mehr ansprechen und es war alles so, es ist in der Schwebe, an wen sie sich wenden soll und was in irgendwelchen Notfällen halt passiert. Und darüber wird dann halt berichtet. Oder wird noch berichtet und ich habe das Foto dann gemacht. Ja, genau. Das war um 12.30 Uhr. Das ging so bis, glaube ich, 13 Uhr oder so. Und dann habe ich zum Mittag gegessen. Dann hatte ich ein bisschen Zeit, die Fotos fertig zu machen und ein bisschen was zu essen, mich auszuruhen. Und weiter ging es um 17 Uhr. Die Verabschiedung an der Berufsschule BBS. Da habe ich ein Foto gemacht und dann ging es halt weiter. Um 19 Uhr war dann der Termin Trainingsauftakt beim Fußball. Da habe ich dann mit dem Weitwinkel und ganz nah dran versucht, ein bisschen Action einzufangen. Hat auch gut geklappt. Habe gute, positive Rückmeldungen dazu bekommen. Ja, genau. Das war der Montag. Kommen wir zum Dienstag. 10.30 Uhr ging es dann los. Also wenn ich jetzt immer sage, 9 Uhr ging es los oder 10.30 Uhr ging es los, heißt es ja, dass ich dann vor Ort sein musste oder schon etwas früher schon da sein sollte. Heißt, ich bin hier deutlich früher hier losgefahren. Alles diesmal mit dem Dienstwagen. 10.30 Uhr. Büchertresor. Es war auch ein weiter Weg dorthin. Ich glaube fast 1 Stunde oder so. Büchertresor. In der Aufgabe stand drinne unter der Sparkasse. Ich konnte mir nicht so viel vorstellen davon. Aber es war wirklich unter der Sparkasse. Denn ich musste so leicht neben das Gebäude. Und da war dann der Eingang zu einem Treppenhaus, wo man dann wirklich in den Keller konnte, nämlich der Büchertresor verdankt seinem Namen, dass es ein Ort ist, wo man Bücher bekommt, Bücher abgeben kann und dieser Ort ist halt in dem ehemaligen Tresor oder in Tresorräumen der Sparkasse, die da früher drin war. Ganz cool, spannend auch. Musste direkt dran denken, dass es ein totaler cooler Ort wäre, dort irgendwie einen Kurzfilm zu drehen oder irgendwie für Film und Fernsehen das nutzen zu können. Dieser Tresor, diese Tür, wie aus dem Fernsehen halt, wie aus dem Film, wie aus dem Hollywood-Film. Richtig cool.
Und der Redakteur, der Schreiber, hat mir dann eine neue Aufgabe gegeben und sagte, wenn du Zeit hast, fahr zum Freibad, da ist meine nächste Story, da brauche ich eigentlich auch noch ein Bild. Und dann bin ich hingefahren und sollte dann da Fünftklässler fotografieren, wie sie schwimmen, wie sie ihre Abzeichen machen, Bronze, Silber, Gold. Genau, da habe ich ein paar Fotos gemacht und dann gerade als ich gehen wollte, habe ich das beste Bild meiner Meinung gemacht, wo da eine Lehrerin am Beckenrand stand mit so einem Brettchen in der Hand und vor ihr die Kinder im Wasser, die da schwimmen, ihre Bahn ziehen. Ja. Das war das Freibad, 11.20 Uhr ungefähr, so bis 11.30 Uhr, 11.40 Uhr war ich dann da. 17 Uhr war dann der nächste Termin, nämlich TSV Mayenburg. Da war dann auch Training, aber der U6 der ganz kleinen Kinder. Auch interessant, da ein paar Fotos gemacht, die Eltern waren auch alle dafür, durfte ich ein paar Fotos machen. Und dann ging es weiter um 18 Uhr, also das war jetzt um 17 Uhr, und dann ging es um 18 Uhr weiter in Fegesack bei der Stadtbibliothek. Da war ich nur ein bisschen verwundert, weil kein Schreiber da war, kein Redakteur, aber ich habe die Fotos dann gemacht und bin dann zur Redaktion in Fegesack gefahren, habe mich dort hingesetzt an Laptop, alle Bilder bearbeitet und hochgeladen und dann noch ein bisschen mit dem Ressortleiter dort gesprochen. Genau. Das war's mit dem Dienstag. Kommen wir zum Mittwoch. 10 Uhr Ballonstart oder Stratosphärenballon bei dem Gymnasium Fegesack. Auch interessant, den haben sie dann mit Helium befüllt, eine kleine Sonde dran gemacht und ihn dann hochgeschickt. Sollte ungefähr so 30 Kilometer erreichen an Höhe. Ob es geschafft hat, ob es geklappt hat, weiß ich nicht. Aber ich werde mich nochmal selber darüber informieren, weil ich würde gerne die Ergebnisse sehen. Ich habe nur den Start dokumentiert. Das war genau um 10. Dann ging es halt um 10.30 Uhr direkt weiter beim Kontaktpolizisten in Fage. Hab von ihm ein paar Bilder gemacht, bevor er in Ruhestand gegangen ist und es einen neuen geben wird. 13.30 Uhr ging es weiter. Heilshorn bewegt sich, hieß der Termin. Ich bin, also nach dem Kontaktpolizisten, bin ich dann aber erstmal kurz zu dem, weil ich noch ein bisschen Zeit hatte, zu dem Bunker Valentin gefahren. Der war direkt daneben in der Nähe. Hab mir den mal angeschaut. Weiß jetzt sozusagen auch ein bisschen persönlich, ein bisschen Bildung, was da früher passiert ist, wie es aussah und wie es heutzutage aussieht. Ganz interessanter Rundgang, kann ich nur jedem empfehlen. Bin dann weitergefahren zu diesem Heilshorn, bewegt sich nach Heilshorn, habe mich ins Auto dort gesetzt und habe dort die Bilder bearbeitet und die hochgeladen. Als ich fertig war, hat dann der Termin dort angefangen. War eine sehr traurige Story. Dazu möchte ich jetzt auch nicht zu viel sagen, weil es sehr eine private Story ist. Ich zeige nur einfach ein Bild hier, was ich dort gemacht habe. Und mehr dazu gibt es dann, falls dieser Artikel dann erscheinen wird, online beim WK. Also Heilshorn bewegt sich, Heilshorn, dazu dann eine Story, aber mehr dazu nicht hier im Video. Höchstens in meinem Buch dann. 17 Uhr ging es weiter. Da habe ich dann Stefan im Pressehaus getroffen. Das wöchentliche Treffen, grüne Sofa-Treffen mit Stefan, diesmal mittwochs, wie üblich. Nur nicht morgens früh um 11, sondern, oder um 10, sondern um 17 Uhr. Weil wir da einen Termin gefunden haben, wo wir beide Zeit hatten. Da haben wir die zwei Reportagen besprochen, die online gegangen sind in den letzten Wochen, wozu wir nicht kamen, durch entweder war ich nicht da oder durch diese Urlaubsvertretung, in der ich jetzt gerade bin, in der Außenredaktion. Und jetzt kamen wir zu einem Gespräch und da haben wir die zwei Reportagen hier besprochen. Die, genau, was gut daran war, was schlecht daran war. Ja, dann 18 Uhr ging es weiter in Lemwerder, wieder auf der anderen Weserseite. Diesmal bin ich über die Brücke hier hingefahren und da ging es dann zu einem Feuerlöschcontainer, Feuerübungscontainer, der digitale Container. Ganz spannend und das sah ungefähr so aus. Da gab es so einen Schiffscontainer, in dem LED-Panels waren, die Feuer simulierten mit Geräuschen, mit Licht und einer Nebelmaschine, die Sicht beeinträchtigen konnte. Da gab es verschiedene Schwierigkeitsgrade. In diesem Container können dann Feuerwehrleute trainieren und üben. Und auch mit Wasser drauf sprühen und dann wird das weniger Rauch oder mehr Rauch und weniger Feuer, bis es halt dann aus ist. Aber man kann auch mit
auch ohne Wasser üben mit einem Laserpointer. Genau. Das war interessant. Dann ging es weiter am Donnerstag, 10 Uhr, Schule als Start, wieder Gymnasium Fegesack. Da haben die Schüler dann ausprobiert in der Projektwoche, wie quasi so ein eigener Staat funktionieren würde. Mit eigenem Geld, eigenen Steuern, eigenem Richter und Hochzeiten und alle möglichen Geschäften und der Polizei, Grenzkontrollen. Das war ja ganz eine witzige Story. Dann ging es weiter um 11 Uhr. Da habe ich dann die A270, die Autobahn, fotografiert. Da gibt es halt Baustellen. Das sollte ich einmal von der Brücke aus fotografieren. Dann ging es weiter um 15 Uhr, direkt zwei Termine. 15 Uhr einmal ein Porträt von einem Kantor in der Kirche. Und dann um 15 Uhr noch ein Porträt von einer Trainerin von einem Sportverein, die da seit, ich glaube 60, 70 Jahren dabei ist. Genau, das war das andere. Dann weiter um 17 Uhr Abi-Verleihung, Zeugnisverleihung im Lilienthal. Sollte auch noch aktuell am selben Tag online gehen. Das heißt, ich habe die Fotos gemacht und dann im Auto mich am Laptop gesetzt, die Bilder bearbeitet und hochgeladen. Dann ging es weiter um 18 Uhr am Gymnasium Riese-Schule in Ritterhude. Da kam ich ein bisschen später an, weil das halt davor die Bilder halt online gehen sollten. Genau, dann das um 18 Uhr und dann fertig. Das war Donnerstag. Heute am Freitag, für mich ist heute Freitag, habe ich zwei Termine gehabt. Bedeutet aber nicht, dass ich nur die zwei Termine hatte, sondern ich habe den Tag noch benutzt, um Bilder zu bearbeiten von gestern und von den letzten Tagen, die zu bearbeiten und hochzuladen, ein paar Mails zu schreiben, ein bisschen Orga zu betreiben. Das war heute der Tag. Und dann um 17.30 Uhr Gymnasium Lilienthal. Auch wieder Abiturverleihung. Aktuell musste auch das Bild wieder online gehen. Und dann um 18 Uhr die BBS Abitur. Das war in Osterholz. Und ja, dann, das war's somit für heute. Die Bilder zum letzten Abiturverleihung, die sollten nicht so aktuell sein. Also die mussten nicht direkt online gehen. Die werde ich jetzt gleich noch bearbeiten, hochladen. Und dann ist der Tag für mich auch zu Ende. Feierabend, ich werde was zu essen und dann die Woche ausklingen lassen. Ja, morgen am Samstag oder für euch nach dem Video, also das Video erscheint ja am Sonntag, das heißt gestern aus der Sicht des Videos, am Samstag geht die Fotoreportage Autofolierung online, wenn ich jetzt richtig liege. Das sieht dann ungefähr so aus. Ja, danke fürs Schauen dieses Videos. Über Likes, Kommentare, Abos würde ich mich sehr freuen. Danke für jeden Kommentar in der Vergangenheit. Wenn ihr Fragen an mich habt oder an meine, also an mich oder ans Video oder allgemein zum Praktikum, schreibt die doch gerne in die Kommentare. Ich versuche es zu beantworten. Dann hoffe ich, ihr hattet ein schönes Wochenende. Ich wünsche euch eine schöne neue Woche. Bis zur nächsten Woche. Ciao.